Es ist der 24. Dezember. Guten Morgen. Heute sollte eigentlich für die meisten der schönste Tag im Jahr sein. Doch für die Person in einer Bank in Los Santos ist es schon seit heute Morgen ein Albtraum. Die Polizei wurde durch einen anonymen Tipp darauf hingewiesen, dass eine bewaffnete Person die Bank betrat. Als die Polizei bei der Bank eintraf, wurde dieser Tipp bestätigt. Ein bewaffneter Mann kam mit einer Geisel vor die Tür. Jedoch weiß die Polizei noch nicht, ob dies nur ein Bluff war, da es sich bei der Geisel um den Ex-Häftling Simon Fleck handelte. Sie gehen aber weiterhin davon aus, dass es sich nur um einen Geiselnehmer handelt und dass es mit Simon Fleck nur ein Zufall ist, da er nie etwas mit bewaffneten Überfällen zu tun hatte. Zudem wissen sie nicht, wie viele Geiseln sich genau in der Bank befinden, da die Überwachungskameras seit heute Morgen ausgeschaltet sind. Wir halten Sie in diesem Fall weiterhin auf dem Laufenden. Ist für euch doch bestimmt kein Problem, wenn ich meine Maske abnehme, oder? Wird gerade dezent warm hier drunter. Und? Was ist jetzt mit dem Tresor? Tut mir wirklich leid, aber ich habe keine Möglichkeit gefunden, den Tresor zu öffnen. Bitte tun Sie mir nichts. Ist zwar schade, aber auch nicht allzu schlimm. Da muss ich nur meine Lösegeldforderung dran anpassen. Sag mal, bekommt ihr zwei auch Hunger? Ja, ein wenig. Nee, nicht wirklich. Naja, dein Pech. Also Kleiner, was willst du haben? Ein Salat mit Hühnchenstreifen drin vielleicht? Klingt gar nicht mal schlecht. Liegt nicht schwer im Magen, aber macht satt. Sag mal, habt ihr hier irgendwo ein Telefon, wo ich dich mal kurz anrufen kann? Ja, da hinten. Neun, eins, eins. Dann wollen wir mal. Ja, hallo. Hier sind die Geiselnehmer aus der Bank. Und könnten Sie mich vielleicht mit Ihrem Einsatzleiter verbinden? Danke. Ja, wer ist da? Servus. Hier sind eure Geiselnehmer. Sagt mal, wir bekommen hier drin so langsam Hunger. Könntet ihr vielleicht ein paar Salate mit Hähnchenstreifen vorbeibringen? Das wäre super lieb von euch. Sind das Ihre kompletten Forderungen? Nein, natürlich nicht. Aber bringt doch erstmal das Essen und dann können wir bald anfangen zu verhandeln. Klingt das nach einem Plan? Ja, okay, wenn es sein muss. Wie viel Essen müssen wir besorgen? 12 Salate sollten reichen. Rufen Sie auf der Nummer hier einfach an, wenn es da ist. Bis dann! Ich dachte, nur wir zwei wollen etwas. Wieso denn 12? Hallo, ist jemand zu Hause da oben im Kopf? Alter, wenn ich nur 2 Salate sage, stimmen die sofort die Bank, weil sie entweder denken, dass es nur 2 Geiselnehmer sind und gar keine Geisel existieren, oder sie denken, dass es nur eine Geisel gibt. Und dann machen sie sich doch bestimmt nicht die Mühe, 10 Millionen aufzutreiben. Also lasse ich sie in dem Glauben, dass hier ein paar mehr Personen drin sind. Hat das dein Spatzenhirn verstanden? Ja, habe ich verstanden. Und Witzbold, was ist mit dir? Entweder bist du komplett still, oder du machst dumme Bemerkungen. Hält sich wohl für einen Held oder so. Nö, nicht wirklich. Aber ich habe so ein Gefühl, dass es für dich nicht gut ausgehen wird. Wieso denkst du das? Läuft doch bisher alles nach Plan. Also gehört es auch zu deinem Plan, einen Ex-Häftling als Geisel zu halten und genau diese auch noch der Polizei zu zeigen? Selbst wenn sie denke, dass ich wirklich nur eine Geisel bin, glaubst du wirklich, dass die für mich auch nur einen Finger krumm machen würden? Wenn ich du wäre, würde ich hoffen, dass die nicht herausfinden, dass wir hier nur zu dritt drin sind. Fuck! 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 Wieso sagst du mir sowas nicht, bevor ich dich mit nach draußen nehme? Naja, also, es ist dein Überfall. Da wollte ich dir nicht reinfunken. Ganz witzig, wirklich. Sei froh, dass ich dich noch brauche. Willkommen bei der Pacific Standard Bank. Was kann ich für Sie tun? Sehr witzig. Das Essen ist da. Wie sollen wir es Ihnen geben? Ihr stellt es vor den Eingang.
geht schön wieder hinter eure Absperrung und wir schicken eine Geisel raus, um es zu holen. Okay, aber hören wir nur einen Schuss, dann fangen wir an zu schießen. Aber das ist doch selbstverständlich. Hey Kleiner, mitkommen. So, du hast jetzt eine ganz wichtige Aufgabe, und zwar heute das Essen. Klingt nicht spektakulär, aber das wird es noch. Denn da ich auf unseren Ex-Knacki hier aufpassen muss, musst du alleine zum Eingang. Deshalb schneide ich dir jetzt diese Bombe um. Du hast 30 Sekunden Zeit, um wieder hier zu sein. Sonst, boom, höre ich, wie du mit denen redest, boom, Fluchtversuch, boom. Verstanden? Das habe ich verstanden. Gut, dann gehen deine 30 Sekunden ab jetzt. Sekunden. Da hatte es wohl jemand eilig. Und nun nimm dir so viel davon, wie du willst. Und Knacki, auch wenn du nichts davon wolltest, darfst du dich natürlich auch bedienen. Gesagt, getan. Simon und Clyde bedienten sich an den Salaten. Und auch Bruce nahm sich etwas. Für einen kurzen Moment vergaßen die drei, in was für einer Situation sie eigentlich gerade sind.